Herzlich willkommen zurück zu Shiggy EX. Spaß beiseite, wir spielen Turtok EX, einem sehr interessanten Deck, finde ich. Auch einem recht guten Deck, hätte ich behauptet, bis vor kurzem. Im Moment laufen relativ viele Miraidons rum. Miraidon war davor immer eine gute Option, vielleicht am Anfang ein bisschen zu häufig gespielt, hat sich dann leicht reduziert. Am Anfang einfach was Neues, wir wollten es alle ausprobieren, passt das schon. Wir haben halt noch Vati, Raikou und Raichu Support, das hat immer gut funktioniert, aber es war nie omnipräsent. Mittlerweile haben wir noch Zapdos dazu bekommen, eine sehr gute Ergänzung, finde ich. Und allen voran Mew EX. Und Mew EX bringt es nochmal auf ganz andere Sphären. Es ist richtig stark mittlerweile und das merkt man. Dementsprechend gibt es 3 Millionen Raikou Miraidons. Raikou auch, Raikou ist ein Riesenproblem. Und wir spielen ein Pokémon mit einer Elektroschwäche, ein Wasser-Pokémon, und es ist schwierig. Aber abgesehen davon funktioniert es ganz gut. Möchte ich behaupten. Ich habe heute ein bisschen, um reinzukommen. Ich habe mich jetzt auch versucht, auf Item-Karten zu konzentrieren, als Kombination, auch weil wir die Perla haben und dann Item-Karten raussuchen können. Und da kommt es dann doch ein bisschen immer aufs Glück mit drauf an, was du ziehst. Wenn es einmal läuft, dann läuft es in der Regel gut, aber kannst auch einen schwierigen Start haben. Das finde ich noch ausbaufähig, aber das kriegen wir schon hin. Wird schon irgendwie werden. Wir spielen 2 Turtok EX. Wir spielen 2 Palkia, wie ist da? Ein Baojian habe ich noch mit eingepackt, um die eine Schwäche zumindest ein bisschen auszugleichen. Dann können wir auch Wasserenergien raussuchen und so weiter. Ich spiele kein Espinodon, das war meine ursprüngliche Idee, aber ich habe mittlerweile gerafft, wie Turtok funktioniert. Und das macht sich, glaube ich, ganz gut. Turtok, da steht nämlich drauf, lege bis zu 2 Basisenergiekarten aus deiner Hand. Und ich dachte, ich muss die Energie, die ich beschleunigt habe, wegwerfen. Aber so passt das, glaube ich, auch ganz gut. Aus deiner Hand auf deinen Ablagestapel. Diese Attacke führt für jede auf diese Weise abgelegte Karte 140 Schadenspunkte zu. Das heißt, so ein V-Star kannst du schnell wegklatschen. Du kannst die ganzen üblichen Gegner wegklatschen. Das passt ganz gut. Lurak V. Lang nicht mehr gesehen. Cool. Wir spielen gegen ein Feuerdeck abwechslungsweise mal. Sehr gut. Wir hätten jetzt nicht unbedingt direkt die Schwäche treffen müssen, aber das hilft uns natürlich extrem. Das kann an der Stelle nur besser werden, aber ich glaube, der Gegner ist eh nicht da. Mal wieder, er ist da. Wow. Es geht tatsächlich mal was. Ich habe entweder Miraidon-Decks, was nicht lange gut funktioniert, weil wir eine riesen Elektroschwäche haben. Oder ich habe Gegner, die sofort aufgeben. Ist mal wieder so ein Tag. Ihr kennt das ja. Wenn ihr auch ein bisschen an Decks rumprobiert, ich glaube, dann kennt ihr das zu Genüge, wie das manchmal so läuft. Gegner scheint nicht die schlechtesten Karten zu haben. Das ist ja gleich noch eine Energie. Diesem Problem wäre es, wenn der Palkia gleich rausnehmen könnte. Babal. Und dann Cravoloro. Liegt sogar eine Energie weg. Oha. Dann muss ja die eine Karte, die er jetzt noch auf der Hand hat, richtig gut sein. Das wird ein Sonderbonbon sein. Der Haken ist, wir haben jetzt... Selbst dann würde ich die Enigmara spielen. Die haben leider keinen Schneegipfelfahrt in dem Deck. Schneegipfelfahrt ist so gut im Moment, finde ich. Na gut. Wie lösen wir das ganze Problem? Er darf Palkia auf keinen Fall besiegen. Er kann sich dann eine Forschung des Professors rausholen. Vielleicht können wir das Palkia auch so liegen lassen. Ich spiele Baojian. Ich spiele auch das Bidiza. Dann holen wir uns erstmal mit dem VIP-Kampfpass etwas. Manaphy brauchen wir an der Stelle wahrscheinlich gar nicht. Ich glaube, das Steinigotschutzu ist gut, das Shiggy ist gut. Wie kommen wir... Ach, das ist eine super hochwertige Energie zu gewinnen gepreist. Das ist nicht so glücklich. Wie kommen wir am besten hier voran? Gar nicht so wirklich gut, finde ich im Moment. Wir könnten uns noch einen Bidi zerholen. Ich glaube, das ist an der Stelle gar nicht so schlecht. Dass wir vielleicht gleich mit Bidi Fast dann irgendwas machen können. Wir können so oder so nicht allzu viel machen. Und halt wirklich nur das Fluchtseil jetzt raussuchen. Aber ob das so clever ist, fragwürdig. Doch, das ist clever aus dem ganz einfachen Grund heraus, dass wir mit Baojian eine Energie holen können. Und dann holen wir uns an der Stelle, glaube ich, schon mal das Palkia V-Star, dass wir vielleicht nächste Runde schon Energien beschleunigen können. Wenn er Baojian besiegt, dann ist er 2 Preiskarten in Führung. Das ist nicht gut. Auf gar keinen Fall, aber damit kommen wir klar. Er wird jetzt vermutlich das Taubsi in die aktive Position legen.
Dann kann das mit Taubos dann gleich zurückziehen nächste Runde. Oder ist es ein Glumanda? Ein Glumanda, damit können wir gut leben. Der Gegner kann jetzt halt ganz ungestraft sein Taubos sich nehmen. Das widerstrebt mir so komplett grundlegend. Aber was würdest du jetzt dagegen machen? Einen Pokéstop werden wir ihm auf gar keinen Fall geben. Möchte ich eine Energie ans Baojian anlegen? Wie kommt er, wenn es richtig doof läuft für uns, einen Glurak EX gleich? Baojian ist eine gute Antwort dagegen. Aber wir können ihn so oder so nicht one-shotten. Und es auch. Ja, ich habe keine Ahnung. Ich leg die eine Energie jetzt auf volles Risiko. Ich leg die eine Energie an das Schreiner Gojutsu an. Wir hoffen, dass wir Baojian dann vielleicht zurückziehen können. Energien an das Schreiner Gojutsu beschleunigen und dann gleich beide Glumanda auf einmal rausnehmen. Wenn wir das schaffen, wäre das ein Riesenschlag gegen den Gegner. Vielleicht habe ich jetzt auch gerade Mist gebaut, indem ich die Energie da angelegt habe, aber. Abwarten, Tee trinken. Wir werden sehen, was passiert. Da kommt das Sonderbonbon und das Taubos. Was ist die letzte Karte, die er gerade noch gezogen hat? Weil der Gegner überlegt ja relativ lang. Das muss ja irgendwas sein, wo man wirklich eine Entscheidung trifft. Vielleicht auch ein eigenes Flucht? Nee, das würde er einfach so spielen können. Wenn er wollte. Aber... Was könnte er jetzt überlegen? Ist ja nicht so, als ob die Wahlmöglichkeiten bei Taubos oder der einen Karte jetzt auf der Hand so riesig sind. Wir müssen aber scheinbar trotzdem einen großen Impact haben. Wir könnten uns in der nächsten Runde, wenn es alles gut geht, Palkia natürlich spielen. Vielleicht sogar kriegen wir das Turtok hin. Ach nein. Ernsthaft? Er hat das gezogen? Deswegen hat er jetzt so Ewigkeiten überlegt, das ist ja herausragend gut gelaufen. Niemand der Gegner hat auch geplant, eine Forschung des Professors sich dann einfach mit dem Taubos rauszuholen. Er muss jetzt entweder Glurak oder Sonderbonbon direkt gezogen haben. Wie schlecht ist das gelaufen? Ach, furchtbar. Aber gut, was würdest du machen? Das ist, sehr ausbaufähig. Aber damit können wir auch leben. Das ist ja einfach richtig furchtbar schlecht für uns gelaufen. Oh Mann. Vielleicht hätte ich die Energie dann wirklich ins Baojian anlegen sollen. Das geht ja überhaupt gar nicht. Ich brauche echt einen Schneegepfiffer. Das hilft dem Gegner gerade so dermaßen, dass ich einfach ihn nicht blockieren kann. Ja, gut zieht und ich nicht aus dem Knick komme. Aber gut, ich sehe da zweimal zwei Preiskarten, die wir relativ einfach nehmen können. Das ist das Glurak-Vieh, das ist das Taubos-Vieh mit unserem Turtok. Das wird schon werden. Ist jetzt nur sehr bescheiden gelaufen. Bei dem, was ich da sehe. Aber wir kriegen das hin. Wir geben hier auf gar keinen Fall auf, das wird schon. Wenn der Gegner ein bisschen schneller spielen würde, wäre das schön, aber... Kannst du ja leider nicht aussuchen. Ein Befehl vom Boss. Wir bräuchten aber eigentlich einen Crosstauscher. Wir spielen den Pokéstop. Holen uns erst zwei Energien, um das Deck noch kleiner zu machen. Pokéstop wird natürlich jetzt leider auch dem Gegner helfen. Wobei, vielleicht schadet er ihm auch. Ich habe das schon so oft gehabt, dass der Pokéstop mir eher geschadet hat als geholfen. Bitt uns die Daumen, wir brauchen einen Crosstauscher. Das ist kein Crosstauscher. Du hast es versaut. Spiel. Ach, ärgerlich. Super schlecht gelaufen. Wir werfen eine Energie noch ab. Crosstauscher. Ja. Endlich. Das hätte auch anders ausgehen können. Aber wir haben so sehr gute Karten, glaube ich. Und wir brauchten diese eine Karte eigentlich unbedingt. Wenn das dann nicht geklappt hätte, wäre es schwierig geworden. Jetzt habe ich auch nicht mehr genügend Energien auf der Hand.
um zum Beispiel das Taubers kaputt zu machen. Da hätte ich jetzt vielleicht darauf warten sollen. Aber gut, ich habe jetzt die eine Energie noch opfern müssen, um was zu ziehen. Sonst hätte man sagen können, wir nehmen gleich das Taubers raus mit dem Turtok, aber das funktioniert jetzt einfach nicht mehr, weil das Spiel mies war. Ja, weil es einfach mies war. Ich kann es nicht mehr irgendwie besser sagen. Aber gut, so was hast du manchmal? Wir könnten auch versuchen, mit dem Palkia anzugreifen. Das kann er in der nächsten Runde auch nicht rausnehmen. Aber ich glaube, das Beste wäre, wir holen das Glurak hier in die aktive Position, dann kann er dagegen hoffentlich weniger machen. Wir holen das strahlende Gojutsu hier rein. Wir beschleunigen jetzt drei Energien. Zwei auf das strahlende Gojutsu, eines aufs Turtok. Eine legen wir noch ins Palkia an, dass wir damit vielleicht angreifen können. Und dann nehmen wir ihm Karten raus. Wir werden schon auch schon mal Schaden auf das Glurak legen. Dann muss noch. Ach nein, ich war ein Depp. Oh nein. Wie schlecht. Ich habe schon wieder vergessen, dieser Terrakristallisationseffekt. Ach nee. Wie unendlich schlecht. Ich lerne das aber auch nicht. Ach, das lief jetzt so richtig doof. Nee. Einfach nur nein. Das war unter aller Sau. Aber gut, das würdest du machen. Wie kommen wir jetzt aus der Nummer wieder raus? Der Gegner hat einen guten Start, einen sehr guten Start, würde ich behaupten. Wobei nicht einen sehr guten Start, einen guten Start. Sehr gut wäre er nochmal anders. Er hätte dann noch mehr Handkarten und allem drum und dran. Aber es lief soweit alles recht passend für den Gegner und ich habe jetzt nochmal Mist gebaut. Ausbaufähig. Ich komme an das Glurak jetzt nicht wirklich gut vorbei. An dem Glurak komme ich nicht gut vorbei, ja. Dann ist der Gegner scheinbar gar nicht da. Wir probieren es nochmal mit dem Pokéstop in der Hoffnung, dass er uns nicht wieder schadet. Eine super Angel. Manchmal. Tja, wie lösen wir das Problem? Aber hier auch die Enigmara weg. Wir holen uns jetzt noch eine Karte, damit wir das Deck noch ein Stück kleiner machen können. Ich hau hier auch Luminion weg. Ich hau leider auch den Befehl vom Boss weg. Damit wir jetzt ein Bidi-Fass holen können, müssen wir vielleicht noch was Brauchbares ziehen. Der Gegner hat schon aufgegeben. Oh, da habe ich aber Schwein gehabt. Das hätte auch voll in die Hose gehen können. Aber der war scheinbar die ganze Zeit nicht da. Ich weiß auch nicht, was das sollte. Ich fand, er hatte gute Chancen. Aber sowas hast du manchmal. Reaktionszeit, das war so furchtbar. Aber vielleicht bin ich aber einfach nur wieder gerade ein bisschen gereizt, weil das Spiel schon wieder, ich glaube, heute schon zweimal abgestürzt ist. Einmal wirklich komplett Ausfall, da ging gar nichts mehr und dann war einfach irgendwann, das war's und einmal hat es nicht mehr reagiert. Etwa unter doof gelaufen. Ich habe vielleicht noch ein paar Booster, ich schau mal kurz nach und dann geht's gleich weiter mit der zweiten Folge, nachdem ich die eingelöst habe. Gut, wir haben noch mal ein paar Booster bekommen vom lieben Jay. Schauen wir mal, ob wir da noch was bei rausbekommen. Wenn nicht, gibt es jede Menge Schneeflocken, vielleicht für die neuen Decks. Dann jetzt auch wieder ein paar mehr Videos durch das 151. Set. Müsste dann jeden Tag eins kommen. Ich hoffe, euch gefällt's. Wenn nicht, ihr könnt es mir einfach schreiben, dann passe ich mich gegebenenfalls an. Noch eine Rona, dann wäre das Solo auch nett. Und ein Glatt Imperium. Ich glaube, das sind ja alles die üblichen Karmesin und Propo Booster. Da haben wir jede Menge schon von gehabt. Gut, wir haben auch noch einen Slimer irgendwann mal bekommen. Aber gut, da habe ich mich vielleicht auch ein bisschen dran abgearbeitet. Das passt ja auch. Oh, noch ein Fleckmon. Das erste Reverse-Volo-Fleckmon. Clive ist irgendwie, egal welche Karte, wir haben eben gerade das Clive gezogen, egal welche Karte sich man das anschaut, wir haben die erste Variante hier aus den Boostern, dann der darauffolgenden Boostern gab es nochmal eine Variante, die war auch furchtbar. Und dann gab es noch das Pokémon EX, was auch einfach schlecht war. Clipper, die scheinen das Pokémon nicht lieb zu haben. Wer auch immer die Karten entwickelt, dachte sich so, Clipper,
Mag ich nicht. Gib ihm die schlechtesten Attacken von allen. Aber gut, doof gelaufen, nehme ich an. Was haben wir denn noch? Lupinio habe ich mir auch ein bisschen mehr. Vielleicht wollten sie es nicht ganz übertreiben. Vielleicht kriegen wir irgendwann mein Pokémon EX, was noch ein ganzes Stück besser ist. Wir kriegen noch einen Toxiquack. Dann haben wir jetzt ein drittes. Habe ich auch überlegt, das zu spielen. Was hattet ihr denn davon? Erste Attacke, so als Notfallattacke in der ersten Runde, wenn du vielleicht noch nichts anderes machen kannst, wenn du nicht genügend Energien hast. Super. Du suchst dein Deck nach bis zu 2 Karten, nimm sie auf deine Hand, mische anschließend dein Deck. Das ist nichts, was man jetzt irgendwie im Late Game oder dergleichen einsetzen möchte, weil du kannst dann nicht einfach eine Runde aufgeben. Aber für das erste Mal ganz gut. Und dann haben wir eine Attacke, die nur 120 Schaden macht. Das ist einfach zu wenig eigentlich. Mit dem Effekt, das aktive Pokémon des Gegners ist jetzt vergiftet. Lege beim Pokémon Check 6 Schadensmarken anstelle von einer auf jenes Pokémon. Das heißt eigentlich 180 Schaden. Das reicht für viele Support-Pokémon, für ein Genesect V leider nicht. Aber man sieht ja auch kaum noch Mew VMAX, finde ich. Immer mal wieder vielleicht gelegentlich eins, aber dann war es das auch schon. Ansonsten 180 Schaden, das reicht halt nicht, wenn man mal da ganz ehrlich ist. Du kannst noch auf 200 Schaden erhöhen durch Sneebos V, wenn kein Schneegefährfahrt liegt. Oder kein... Gut, Kurelei spielt keine Rolle. Das hat eh weniger KP. Also wenn nicht irgendwie Eigenschaften oder Fähigkeiten blockiert werden, passt das schon. Aber für 3 Energien viel zu wenig. Ich weiß nicht, wie man das spielen soll. Es ist leider einfach zu schlecht. Aber wenn ihr noch Ideen habt, können wir es vielleicht trotzdem ausprobieren. Jetzt, wo wir genügend Kopien haben, ansonsten wieder eine verschenkte Chance. Aber ich nehme an, solche Pokémon EX muss es auch geben, dass man nicht sich überall eine tolle Sache ausdenken kann oder dass das Pokémon genügend Schaden macht oder ein besonderes Gimmick hat. Wie cool. Ein Tarunde. Als alternatives Artwork, unser erstes. Wir haben ja auch schon das andere alternative Artwork mit Spinsidias heißt das. Was dann hier oben im Prinzip ansetzt, die Karten kann man übereinander legen und dann steht es hier oben und versucht, das Sichlo aufzuhalten, um Tarunde zu beschützen. Schön gemacht, finde ich. Unser erstes alternatives Artwork von Tarunde nehmen wir gerne mit. Da hat sich doch schon voll gelohnt. Möchte ich behaupten. Kimanzo soll demnächst auch einen Pokémon EX bekommen. Da freue ich mich auch schon drauf. Schauen wir mal, was dabei rumkommt. Tanzer tauscht die ganzen üblichen Karten. Da brauchen wir, glaube ich, nicht weiter drauf eingehen. Noch einen Klavion. Das war nicht Klefki. Klavion meinte ich vorhin. Die sieht man ja mittlerweile auch häufiger in Simsala EX-Decks. Enigmara. Irgendwie so einen richtigen Hit, abgesehen von dem Tarunde, haben wir jetzt noch nicht gehabt. Aber ich glaube, das sind jede Menge Schneeflocken. Wir müssen gleich mal schauen, wie viel das im Nachhinein sind. Ich weiß, Jay mag zum Beispiel Maxax sehr, wenn wir relativ viele Schneeflocken haben. Ich bin überhaupt nicht informiert, was im Dings abgeht, im Extended-Format. Aber vielleicht dann einfach mal Maxax ausprobieren. Wenn er uns schon sponsert, dann können wir da in der Richtung definitiv auch mal was machen, würde ich sagen. Wenn es denn reicht, gehe ich einfach mal aus. Wenn ich irgendwie abgehackt rede, ich versuche an der Fliege zu schlagen. Es ist nur eine einzige. Ich weiß nicht. Ich dachte, der Sommer wäre vorbei. Bin das Viehzeug endlich losgeworden. Ich komme immer durchs Badfenster rein. Scheinbar muss ich das Badfenster geschlossen halten, aber wer würde das schon? Und die geht mir so dermaßen hart auf die Eier. Es ist die allerletzte scheinbar. Und ausgerechnet die muss mir so hart auf die Eier gehen. Es ist furchtbar mit dem Drecksviechern. Und ein Eisenrad, aber davon haben wir auch schon 3 Millionen. 1500 nochmal. Wir hatten davor schon knapp über 300. Sagen wir mal, jetzt sind wir bei 1900. Ich schau mal, wie viel die Maxax kosten. Wir gehen mal auf die Decks. Dann könnt ihr auch nochmal das Deck ein Stück weit sehen. Maxax. Das gilt ja jetzt, glaube ich, nur für Standardformat. Erweitert das Format. Alle Karten anzeigen, auch die, die nicht im Besitz sind. Das wäre dieses Maxax dann hier scheinbar. Einmal während deines Zuges, wo du angreifst, kannst du eine beliebige Stadionkarte im Spiel auf den Ablagestapel legen. Wenn du das machst, lege eine beliebige Kombination aus bis zu 3 Feuer- oder 3 Stahlenergiekarten aus deiner Hand an dieses Pokémon an. Diese Attacke fügt 40 Schadenspunkte mal der Anzahl der an dieses Pokémon angelegten Basisenergien zu. Aus welchem Set kommt das denn? Das muss ja auch schon älter sein. Und hier haben wir 160 Schaden. Das ist ein, das müsste ein strahlender Stern oder so, ne, brillanter Stern oder wie es hieß, gewesen sein.
Problem ist halt, es ist ein Phase 2 Pokémon. Hier hätte man noch Ultra-Evolution. Dann könnten wir es direkt in den Max-Hax entwickeln. Haken ist nur 60 KP. 60 KP ist halt, als ob da ein riesengroßes Schild drauf wäre. Hier, Zubiris, ich bin da. Schwierig. Ich würde damit auch, glaube ich, noch warten, wenn wir es dann wirklich spielen. Gerade weil wir hier die Ultra-Evolution haben, bis Jirachi rauskommt als Konter gegen Zubiris. Ich überlege mir was. Wenn ihr Ideen habt, immer raus damit. Ansonsten, wir spielen jetzt hier weiter. Denn wir sind ja eigentlich bei Turtok unterwegs. Ich habe nur noch die Booster mit. Und wenn wir sie schon mal geschenkt bekommen haben, nutzen wir das auch. Und da ist schon wieder ein Elektrodeck. Ja, das, darauf würde ich hinaus. Vermutlich wird die Folge eh etwas kürzer mit den ganzen Elektrodecks. Ich will es ja auch nicht alle rausschneiden. Das ist halt im Moment die Situation. Und ich will euch auch irgendwo ein Bild liefern, was darauf hindeutet, wie es wirklich ist, wenn man diese Decks spielt. Wir haben halt die Elektroschwäche. Wir haben halt die ganzen Mirai, die uns im Moment rumlaufen. Du kommst nicht mehr drum rum. Es wird an der Stelle auch nicht besser. Ich könnte es natürlich so zurechtschneiden, dass wir nur die Matches drin haben, wo ich auch gewinne, wo wir nicht gegen Miraidon spielen und so weiter. Aber das ist ja nicht Sinn und Zweck der Sache. Das verzerrt ja völlig das Bild, wie es eigentlich ist. Von daher, wir probieren es. Wenn es nicht läuft, dann läuft es halt nicht. Dann hatten wir zumindest den Versuch gestartet. Und da sehe ich ein fliegendes Pikachu, auch interessant. Dann hat er vermutlich keinen Zapdos mit dem Deck. Wir haben zumindest schon einen Bidiza, wir haben eine Energie in dem Palkia, wir haben einen Palkia Vista auf der Hand. Ist ja nicht so schlecht. Wir machen 60 plus 20 Schaden für jedes Pokémon auf irgendeiner Bank. Das sind 140, die wir erreichen müssen, um so ein fliegendes Pikachu zu one-shotten. Da kommt eh Miraidon und dann wird das fliegende Pikachu zurückziehen. Ansonsten wären es 140, also 7 Pokémon auf der Bank gewesen. Das wird schwierig, aber das Miraidon-Deck ist, kriegt er viele Pokémon schnell auf die Bank. Oder er holt sich ein strahlendes Quajutsu. Was habe ich verpasst? Aber so, wenn er nicht noch ein Pokémon spielt. Oh, da ging gar nichts. Ist das das erste Mal, dass wir gegen ein Miraidon-Deck... Warum hat er nicht angegriffen mit dem Donnerschock? Ja, Rätsel. Dann werde ich aber auf gar keinen Fall die Enigmara spielen. Ich werde ihm nicht helfen. Wir spielen die Perla und es damit, glaube ich, einen Hyperball. Und wir können uns noch einen Pokémon holen. Shigi wäre vielleicht eine Idee. Luminion wäre eine Idee, um sich noch einen Supporter rauszusuchen. Hyperball, damit werden wir den VIP-Kampfpass los. Crosstauscher wegzuwerfen ist nicht so gut, finde ich. Würde ich auch an der Stelle lassen. Wir hauen lieber die Enigmara weg. Wir hoffen, dass wir sie nicht brauchen. Holen uns das BD-Fass und können damit arbeiten. So zumindest die Idee. Dann kriegen wir auch schon mal ein bisschen Schaden drauf auf das Pikachu, wenn auch nicht genügend. Haben der Gegner sich jetzt das Quajutsu rausgesucht? Das ist mir ein absolutes Rätsel. Wir könnten versuchen, mit dem Baojian noch was zu machen. Das hat nämlich keine Elektroschwäche. Ein Shigi haben wir da nun auch schon liegen. Dass wir mit Turtok noch was machen können. Weil darum geht es ja eigentlich in diesem Deck. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Wie gut sie denn letzten Endes wirklich ist, sei dahingestellt. Denn wir haben jetzt schon wieder 2 VIP-Kampfpässe gezogen. Die versauen uns halt die Hand, wenn man mal ganz ehrlich ist. Das ist mein größter Kritikpunkt an dem Deck im Moment. Ich habe mich halt versucht, auf die Item-Karten zu konzentrieren. Das kann richtig gut funktionieren. Gerade mit dem Pokestop noch dazu, mit der Perla. Mit den ganzen guten Karten, die Wasser-Decks unterstützen. Da wurde aufgegeben. Warum? Eine Elektroenergie gezogen, du hast eben 2 weggeworfen und... Ja, egal. Interessant. Gut, dann, ich habe, glaube ich, noch ein paar Booster. Oh, dann sind es nochmal 3. Wir haben sogar einen schaurigen Herrschaftsbooster. Sind ja auch schon etwas älter. Da bin ich gespannt. Vielleicht kriegen wir noch was Brauchbares. Man merkt aber doch schon... Oh, Quip möchte ich es nicht mal unbedingt nennen, aber man merkt, neue Karten müssen ja klar stärker sein, damit sie die irgendwie verkaufen, nehme ich an, oder damit die auch gespielt werden und so weiter. Die müssen halt irgendwo auch ein Stück stärker werden. Aber gerade wenn wir sich jetzt mal, wo wir bei Shauri Herrschaftsboostern schon sind, Koronospa VMAX, das Rappenreiter Koronospa VMAX anschaut, dann merkt man ganz klar, Gardevoir einfach viel stärker und Koronospa VMAX kann nicht mehr mithalten.
noch nie Berlo. Aber vielleicht sind ja trotzdem nur noch Karten dabei, wie zum Beispiel auch ein Vati, was sehr nützlich sein kann. Weil ich glaube, war das das Set mit Vati? Ich glaube schon, bin mir nicht mehr sicher. Aber so wie es ausschaut, wir haben ja auch schon jede Menge Karten. Denn Reverse Holo Nebulak scheinbar noch nicht. Wir haben noch nicht alle Holos daraus gehabt. Kein Galar Ognatol. Interessant. Und nochmal einen der neuen Booster. Vielleicht eine gute Karte. Bisher noch nichts. Na gut. Ah, das sind nochmal fast 400 Schneeflocken. Ich glaube, da geht was. Ich überlege mir was. Oder ihr könnt mir erstmal. Ich warte vielleicht erstmal aufs Feedback ab. Gebt ihr mir gerne Feedback, was ihr mit den Schneeflocken, die jetzt reingekommen sind, machen würdet. Und wir spielen noch die nächste Runde auf alle Fälle. Wir haben jetzt zwar zweimal mit Turtok gewonnen, aber das waren alles sehr unbefriedigende Siege. Aber ich fürchte, das lasse ich jetzt drin, weil das ist im Prinzip, wie es im Moment mit Turtok läuft. Entweder Miraidons, dann haben wir in der Regel sofort verloren eigentlich. Oder die Gegner geben auf. Wir kommen da auch so gut durch. Ach, manchmal auch vielleicht kommen spannende Matches dadurch, dass wir Pech haben mit den wie heißen sie? Mit den Pokestops. Noch ein Elektrodeck. Ich bin ganz ehrlich, ich habe keine Lust mehr auf Elektrodecks. Sie laufen nur noch rum. Heute habe ich, und das ist ungelogen, das kann ich belegen, 80% Miraidons gespielt. Es ist ein gutes Deck. Ich finde es schön, dass Miraidon weiter gespielt wird. Ich finde es schön, die neuen Karten zu sehen. Aber 80%? Das ist das neue Lost Box Deck, so wie es ausschaut. Es macht keinen Spaß mehr. Es sind nur noch Miraidon Decks unterwegs. Aber gut, erstmal abwarten. Vielleicht legt sich das dann auch irgendwann wieder. Wie es am Anfang auch war, da liefen ja auch relativ viele Miraidon-Decks rum. Wenn ich zu sehr lästern. Wird schon. Ich glaube auch, das läuft im Moment nur nicht so ideal mit den ganzen. Entweder gewinnen wir sofort oder verlieren sofort. Weil super viele Miraidon-Decks rumlaufen, da verlieren wir relativ häufig, steigen vielleicht in der Wertung ab. Da wird hinten irgendein System sein, dass man halbwegs Leute zusammenkriegt, die auf einem Level agieren. So, oh, ein Pachirisu. Auch sehr interessant. Wir holen uns hier gleich mal ein Bidizer. Wir haben schon Bidifass auf der Hand. Und dann glaube ich, dass Palkia, weil Palkia da wirklich gut funktionieren sollte. Vielleicht kriegen wir noch einen Sonderbonbon und einen Turtok irgendwie ran. Da ist nur ein Sonderbonbon. Eins ist gepreist. Ideal bin ich es nicht, aber wir kriegen das schon irgendwie hin. Auf alle Fälle ja, das ist vielleicht. Dadurch kommt, dass ich sehr, sehr oft gegen Miraidon verliere, dann irgendwie in der Wertung absteige, auch wenn es der ungewertete Modus ist, dann wird ja irgendwie trotzdem ein System dahinter laufen, dass das Matchmaking halbwegs ausgeglichen ist. Was ist denn das? Also, ich freue mich riesig, aber ein anderes Miraidon EX schon ewig gar nicht mehr gesehen. Scheinbar bin ich so dermaßen abgestiegen, dass wir nicht mehr uns das gute Miraidon leisten können, sondern jetzt noch die Abklatsch-Variante. Vielleicht haben wir damit eine Chance. Schauen wir mal. Aber ich sehe da, das läuft schon gut beim Gegner. Ich fürchte ja nicht. Ja. Müssen wir mal schauen. Worauf ich hinaus wollte, dass es da vielleicht zustande kommt, entweder verlieren wir oder die Gegner, die dann nicht Miraidon spielen oder keine Elektrodecks, dass wir da vielleicht gewinnen. Und dementsprechend kommen Matches nur noch bei rum, wo wir sofort verloren haben oder sofort gewonnen haben. Wer weiß. Das könnte ich mir halt vorstellen. Aber ich fürchte, dann kann ich euch einfach im Moment, das Meta gibt's nicht her, nichts Besseres mit Turtok liefern. Auch wenn ich es eigentlich ein schönes Deck finde und ich es deshalb euch zeigen möchte. Aber bevor ich das jetzt nur als negativ und dergleichen abstempe, oder es klang jetzt schon ein bisschen relativ negativ, vielleicht kriegen wir auch was Gutes hin. Zum Beispiel jetzt mit Palkia, V-Star direkt angreifen. Wir müssen 200 Schaden machen, das heißt wieder 7 Pokémon auf der Bank und wir brauchen das V-Star und die Energie. Ein Pokémon hinlegen sollte ja machbar sein. Da haben wir zum Beispiel das Baojian. Dann brauchen wir nur die Energie und das V-Star. Mit Perla könnten wir halt das V-Star raussuchen, aber ganz ehrlich. Ich spiele lieber die Enigmara, ich traue dem Deck nicht. Wurde schon so oft im Stich gelassen, dass dann doch keine Energie kam mit den letzten paar Karten. Perfekt. Alles bekommen, was wir irgendwie brauchten. Manaphy brauchen wir an der Stelle vermutlich nicht. Ich werde es nicht spielen, dass wir unsere Bank schön frei hätten für bessere Pokémon. Wir kriegen sogar noch einen Hyper, aber sehr schön. Aber an der Stelle
Ich möchte den hochwertigen Energiegewinn eigentlich nicht wegwerfen, aber es bietet sich an. Dann behalten wir die Energie hier auch. Holen uns noch das Quajutsu. Wir können ihm das Miraidon jetzt rausnehmen, in der Hoffnung, dass er vielleicht auch nichts gegen Palkia machen kann, weil er nicht genügend Energie in das Miraidon beschleunigen kann. Er hätte ja schon zwei Stromgeneratoren weggehauen. Wir werden den Pokestop jetzt auch nicht spielen, dass wir den Gegnern noch nicht sofort helfen. Wir gehen mit zwei Preiskarten in Führung. Wir können potenziell nächste Runde, wenn wir irgendwie das Miraidon in die aktive Position ziehen können, das auch one-shotten. Befehl vom Boss. Ist das eines der wenigen Matches, wo wir gegen ein Elektro-Deck wirklich gewinnen können? Hätte ich ja richtig Bock drauf. Okay. Ob er nun mehr Schaden macht oder nicht, spielt, glaube ich, keine Rolle. Wir haben eine Elektro-Schwäche mit dem Wasser-Pokémon. Einfach so schwierig. Er hat direkt noch einen elektrischen Generator. Super schlecht. Hast du noch die Energie? Dann haben wir vermutlich an der Stelle schon verloren. Der Gegner hat ja wirklich jetzt wieder vieles gehabt. Das ist nicht gut. Aber wir kommen schon klar. Wenn er da jetzt nicht die Energie hat, ganz ehrlich, dann weiß ich auch nicht. Mit der Energie haben wir halt sofort verloren. Dann kann er einfach... Ja, dann war es das. Den gebe ich an der Stelle auch auf. Ich möchte eure Zeit nicht verschwenden. Ernsthaft, den vierten elektrischen Generator jetzt schon wieder. Dann haben wir an der Stelle verloren. Ich glaube, da wäre nichts mehr Sinnvolles bei rumgekommen. Es ist halt ein Elektrodeck wieder. Aber was würdest du da machen? Und so läuft es die ganze Zeit. Mir hat Spaß gemacht. Ich fürchte, wir haben nicht allzu viel mit Tortok gerissen. Ich hoffe, aber euch hat es trotzdem Spaß gemacht. Darauf wollte ich, glaube ich, hinaus. Ja, was hättet ihr von Tortok? Lasst mir gerne Feedback da. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal, höchstwahrscheinlich mit Arbor GX wieder. Da freue ich mich schon drauf. Bis dann.